Hallo Leute und willkommen zurück zur Schneewittchen-Challenge. Snow, was machst du? Nein, nein, was guckst du denn da? Wenn du irgendwas guckst, dann doch wohl den Kochkanal, oder? Obwohl, wenn ich das hier so sehe, pass mal auf, du hast in der letzten Folge... Ach so, jetzt ist Jürgen gerade da. Okay, ich wollte gerade sagen, du hast in der letzten Folge so schön geschnitzt, damit kannst du mal bitte weitermachen. Aber wenn der Jürgen da gerade beschäftigt ist, dann lasse ich ihn machen. Dann kannst du von mir aus auch den Kochkanal gucken. Das passt dann schon. So, Sepp, mein Lieber, du bist im Bett. Okay, kannst du auch noch ein bisschen bleiben. Manni, hast dir was zu essen geholt? Hattest jetzt doch keine Lust mehr, da ein bisschen rumzusingen. So, Erich sitzt hier auch mit am Tisch. Du bist, wie gesagt, an der Werkbank. Waldemar, was machst du? Ach, du bist am PC. Okay, Günni schläft, muss gleich unter die Dusche und James schläft auch. Okay, okay. Wie sieht denn überhaupt die Kuhpflanze aus? Sieht sie gut aus? Ja, sie hat auch keinen Hunger. So, es ist Sonntag, 8 Uhr. Das ist schön und gut. Ich hoffe sehr, dass wir es an diesem Sonntag schaffen, eine der Fähigkeiten auf Level 10 zu bringen. Ja gut, Feinschmecker kochen nicht. Entweder Geschicklichkeit oder aber das normale Kochen. Obwohl, wenn ich das so sehe, es wird wohl am ehesten, wenn überhaupt, die Geschicklichkeitsfähigkeit. Jürgen, machst du da jetzt noch was? Machst du da noch was? Schnitzerei verwerfen. Ich kann ihn natürlich woanders hinschicken, ne? Klar, kann ich machen, weil wir können auch nicht mehr wirklich viel verbessern, soweit ich weiß. Ja, aufräumen musst du noch nicht, so schlimm sieht es hier noch nicht aus. Verbessern, was können wir machen? Besonders zuverlässig, unkaputtbar. Ja, nee. Nee, 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 Snow, weißt du was, dann lassen wir das doch nochmal. Ja, du hast doch Hunger, pass mal auf, ich habe eine Idee. Du holst jetzt erstmal was zu futtern, das ist doch vielleicht gar nicht so schlecht. Ein bisschen frühstücken ist ganz gut. So, ein Gericht nehmen und damit kannst du dann wieder vor den Fernseher gehen, noch ein bisschen gucken. Und wenn du dann fertig bist, machst du hier bei der Werkbank weiter, sofern der Jürgen da nicht die ganze Zeit jetzt alles blockiert. So, Kochkanal schauen. Waldemar, was machst du? Holst dir auch was zu essen? Du möchtest... Oh, er möchte Manni umarmen. Das ist ja schön. Das ist ja schön. Ich könnte noch mal mein Glück versuchen und die gute Agatha anrufen. Die war ja in der letzten Folge... Ja doch, sie war zu Hause, aber sie hat geschlafen. Ich probiere das jetzt einfach noch mal. So, einladen auf aktuellem Grundstück abzuhängen. Agatha, meine Liebste, da bist du ja schon. Ich meine, die beiden sind verheiratet, ne? Da wäre es auch ganz schön, wenn die sich ab und zu mal sehen. Oh, wobei er jetzt gleich unter die Dusche muss, aber gut. Na, Jürgen, hast du nichts zu tun? Möchtest du... Ja, ich möchte dich auch nicht unbedingt singen lassen, weil... Oh, was ist denn hier los? Erich! Oh, Erich, hast du einen Freund gefunden? Der würde ja voll gut zu dir passen, über Geschicklichkeit reden, der bestes Thema. Nach kleinem Kredit fragen, nein, kennenlernen. Agatha, wo bist du? Kommst du direkt rein? Nee, du stehst erstmal ein bisschen vor der Tür. Wange küssen, Geheimnis ausplaudern, Bewunderung ausdrücken. Witz über Marsmenschen, beste Freunde werden tratschen. Brich das hier mal bitte ab, das Quatschen. Sag mal, Erich, wie wär's denn mit dem? Ich meine, der könnte dein Sohn sein, so wie der aussieht. Aber trotzdem, wäre das nicht was für dich? So ein durchtrainierter Typ, wird's über Vampire erzählen? So, Tag verschönern? Über Kunst reden? Wie heißt er denn überhaupt? Markus? Markus wer? Markus Flex, ach ja, stimmt. Markus Flex, hey, wie wär's? Wäre doch ganz cool. Kompliment über Outfit machen? Ja, ganz bestimmt. Nach Tagfragen? Und über Logikrätsel reden und in der Zwischenzeit gucke ich mal eben, was die anderen hier so machen. Du kannst auch aufstehen, mein Lieber. Kannst dir dann erstmal was zu essen holen? So, öffnen. Es ist 10 Uhr. Ich hoffe ja, dass heute vielleicht noch ein Festival stattfindet. Dieses wunderbare Romantik-Festival. Günni, dich wecke ich jetzt auch auf, ne? Du kannst auch mal bitte unter die Dusche gehen. Snow, was machst du? Spülmaschine beladen. Ja gut, dann mach das mal eben. Ich hoffe, hier hinten steht kein Teller mehr rum. Nee, eigentlich nicht. Oh, Waldemar spielt freiwillig Gitarre. Das ist ja wundervoll. So, die mit der Holzarbeit verbrachte Zeit. Wo kommt denn jetzt die Musik her? Hä? Was? In der Stadt! In der Stadt findet ein Flohmarkt statt! Ja! Ja! Wie geil! Müll oder Schatz einkaufen. Was für ein Müll, blablabla, ist für den anderen ein Schatz. Vergiss nicht zu handeln. Ja, Schneekugeln und Poster. Ja, Leute, wir gehen zum Flohmarkt. Wir gehen zum Flohmarkt. Ich überlege nur. Ich überlege, ob wir Snow hier lassen. Ich überlege echt, ob wir sie hier lassen. Die muss mal ein bisschen vorankommen. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Ich gehe jetzt erstmal zur Karte. Also Erich lasse ich auf jeden Fall hier, der muss was tun. Leute, ich will
früher oder später mal vorankommen, sage ich ganz ehrlich. Wir hängen da jetzt so ewig hinterher. Wo waren das jetzt? Habe ich jetzt natürlich nicht gelesen, ne? Künstlerviertel, ja, am ehesten ist es ja wohl hier, ne? Denke ich mir. Also ich meine, Modeviertel. Steht das da nicht? Warum wird das nicht angezeigt? Aber ich denke mir, es ist am ehesten hier. Ich habe das jetzt vorhin nicht gelesen, was da so stand. So, da muss ich wieder das hier auswählen, ne? So, mit wem gehen wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nein, Quatsch, du nicht. Snow, ich lass dich zu Hause. Echt jetzt, sonst bin ich irgendwann bei Folge 230. So, dann hoffe ich einfach mal... Oh, Julie ist da. Dann hoffe ich einfach mal, dass ich hier im Künstlerviertel richtig bin. Ist das der Flohmarkt? Bist du nicht euer Ernst? Bist du nicht euer Ernst? Das ist jetzt der Flohmarkt? Oh, Snow ist total traurig. Warum? Einsam. Oh Gott. Oh Gott. Und jetzt musst du auch noch zu Hause hier die ganze Zeit deine Fähigkeiten aufbauen, anstatt was Cooles mit irgendwelchen Leuten zu machen. So, bei dir muss ich mal eben kurz nachgucken. Wo sind wir denn da überhaupt? Was machen wir überhaupt? Fitness, Comedy? Was wollten wir denn als nächstes? Logik, Schreiben, Videospiele? Kannst du mal Videospiele von mir aus machen? Fähigkeit aufbauen, Videospiele. So, das ist jetzt der Flohmarkt. Ist das euer Ernst? Hier ist ja niemand. Hier hingehen. James, geh einfach mal dahin. Das ist doch nicht dein Ernst. Das ist der Flohmarkt. Wow, das ist absolut fantastisch. Das ist so fantastisch, dass der selbst sogar schon seine Geige rausholt und hier lieber ein bisschen Geige spielt. Ja, das ist ja richtig blöde. Oh, da liegt was. Da liegen drei Sachen. Wow, der Lee ist hier der Einzige, der was verkauft. Über Logikrätsel reden. Oh, da kommt die Nächste. Da kommt die Nächste. Er hat sich erstmal was zu essen geholt. Da macht ein Stand auf. Ja, aber das kann doch nicht wahr sein, oder? Das kann doch nicht wahr sein, dass das hier der Flohmarkt ist. Und ich würde gerne, Waldemar, mein Freund, ich würde gerne, dass du hier ein bisschen was malst. Das fände ich ganz schön. Klassisches Gemälde. Mach mal ein mittelgroßes von mir aus. Ich meine, ums Geld müssen wir uns hier keine Sorgen machen. Das ist doch nicht ernsthaft der Flohmarkt, Leute. Das ist enttäuschend. Das ist enttäuschend. Also ich meine, bekommst du jetzt auch Geld? Hat die Malereifähigkeit erworben? Ja, ja. Sepp, komm mal bitte hier hin. Pass mal auf, wir brechen das mal kurz ab und sagen, hier hingehen. Dann lassen wir ihn hier auf diesem winzig kleinen Flohmarktplatz. Oh, Moment. Können wir ihn auch hier spielen lassen? Mit Geige improvisieren. Ja, bitte, Sepp, mach das doch mal. Ich meine, vielleicht verdienen wir noch ein bisschen daran. Aber hier ist niemand. Das ist der langweiligste Flohmarkt der Welt. Das gibt's doch nicht. Welche Fähigkeit baust du da gerade eigentlich auf? Mein Lieber, ich weiß es nicht. Och, Lee. Tag verschönern. Ich weiß ja nicht. Ich möchte es überhaupt nicht kaufen, Zornium. Was haben wir hier? Exitonit. Ich möchte es gar nicht kaufen, weil was soll ich damit? Wären hier jetzt andere coole Sachen, dann gerne, aber... Also dafür bin ich gerade überhaupt nicht begeistert. Du bist beschämt? Warum? Was ist da los? Ey, ihr steht da auch nur rum, ne? Geht doch mal da vorne hin. Geht doch mal zum Sepp oder so. Ja, er spielt echt gut, muss man sagen. Er spielt echt richtig gut mittlerweile. So, Waldemar, du hast jetzt was gemalt. Ich überlege jetzt gerade, ob wir hier dann was verkaufen können. Aber hier ist ja nicht mal ein zweiter Tisch. Sitzen, zusammensitzen. Inventar anzeigen. Ja, nee, wir können hier nichts machen. Warum ist das so langweilig? Level 7 der Geigenfähigkeit. Mach noch mal ein bisschen weiter, mein Lieber. So, und was wird das hier? Ich weiß nicht, was wir damit machen sollen, ein Sammlerverkauf. Wir können es ja nicht mal hier verkaufen. Wie blöde ist denn das? Waldemar, ich lass dich noch was malen. Hier, kannst du mal ein großes malen, bist du lange beschäftigt. So, mein lieber James, du kannst dich jetzt mal bitte umschauen, hier am wundervollen Stand. Lustig vorstellen, handeln, Obst und Gemüse kaufen. Ich möchte jetzt mal gerne wissen, was die alles so hat. Du futterst da die ganze Zeit, können wir das nicht abbrechen? Und du guckst gleichzeitig hier, was die so im Angebot hat. Apfel, Birne, Brombeeren. Ey, was? Das ist... Nein! Nein, wir wollen nichts kaufen. Warum ist das so ein langweiliger Flohmarkt? Ich komme gerade aus dem Entsetztsein gar nicht mehr raus. Das war's. Das ist der winzig kleine Stand von Lee mit einer Kühlbox unten drunter und so ein paar,
weiß ich nicht, Edelstein und whatever. Das ist nicht wirklich cool. Und vor allem, er ruft und ruft und irgendwie scheint es keinen zu interessieren. Und ich habe auch das Gefühl, baust du überhaupt die Fähigkeit auf? Videospiele. Was ist mit dir? Baust du überhaupt die Fähigkeit auf, Feinschmecker kochen? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das nicht mehr funktioniert. Sonst wurde das doch immer angezeigt. Meine ich zumindest. Ich gucke jetzt gerade nochmal bei Erich und ich möchte es mal eben ein bisschen beobachten. Ansonsten können wir das Ganze nämlich vergessen, wenn das hier eh nicht funktioniert. So, wie viel Prozent haben wir? 89. Ich guck gleich nochmal. Wir haben jetzt 89. Ey, Günni, dir geht's voll schlecht. Wir gehen gleich nach Hause. Wir gehen gleich wieder nach Hause. Das ist ja richtig blöd hier. Also, Entschuldigung, aber das ist langweilig. Jürgen steht da rum, macht ein bisschen Voodoo. Hier ist nur die Galerie. Ach, da hätte Sepp hier hinten eigentlich weitermachen können, ne? Aber gut, das war's mit dem Flohmarkt. Wow. Ja gut, ich weiß ja nicht. So, Level 2 der Malereifähigkeit für Waldemar. Das ist schön und gut. Ja, Günni hat schon keinen Bock mehr. Er ist mega dreckig. Sepp hat irgendwie... Ach, Sepp, James hat irgendwie schon keinen Bock mehr. Obwohl, das sieht gerade so aus, als hättest du voll Bock drauf. Wir können nochmal eben gucken mit James. Was gibt's denn hier hinten bei der Truller? Ach, da ist nur Essen. Da gibt's nur was zu essen. Ich meine, ich finde es auch toll. Ich finde es auch toll, dass man sich hier so durchprobieren kann. Aber ganz ehrlich, nicht bei so einer langweiligen Aktion wie jetzt hier gerade. Das ist nicht cool. So, was habe ich gesagt? 89%. Und wie weit sind wir jetzt? Videospiele? 92%. Ah, es funktioniert also wirklich. So, Waldemar, auf dich habe ich gewartet. Auf dich habe ich gewartet. Bist du hier fertig? Dann wird das hier jetzt verkauft. Sehr schön. Und dann gehen wir. Ey, das war ja mal gar nichts. Da habe ich mich jetzt so gefreut, dass hier wieder ein Festival stattfindet. Und dann ist das sowas. Nee, also... Nee, das war nichts. Ich weiß nicht, ob man das noch irgendwie besser aufziehen kann, den Flohmarkt größer machen kann, ob der irgendwann größer ist, keine Ahnung. So, Snow und Erich, seid froh, dass ihr nicht mitgekommen seid. Es war absolut nichts los. Was machst du? Chatten? Nein, du gehst jetzt hierhin. Möbel herstellen. Was können wir denn mal machen? Eine Badewanne? Ja, bitte, eine Badewanne. Wir müssen auch bei Gelegenheit mal den ganzen Kram, der im Haushaltsinventar ist, da müsste ja auch einiges sein, den müssen wir dann auch mal verkaufen. Moment, ich möchte aber eben... Erich, was ist... Nee, mein Freund. Nein. Wenn du genug Punkte hast und die hast du, dann bekommst du den nächsten Schlaftrank. So, Schlafersatz. Jo, bitteschön. Ich hab's dir gesagt, Erich, bei dir ziehen wir das Ganze... Ach, wir hatten noch einen. Haben wir den gar nicht getrunken? Ich hab's dir gesagt, Erich, bei dir ziehen wir das gnadenlos durch. Da ist mir ganz egal, jo, wie es dir geht. Ach, sie kommt nicht dran. Müssen wir gleich mal gucken. Spiel spielen. My Sims Go, kannst du mal bitte spielen? Wer ist da dran? Manni. Oh nein, die Arme, ihr geht's mega schlecht. Da steht noch ein Teller. Manni, mein Freund, komm mal bitte einfach... Ja, komm mal bitte einfach hier irgendwo hin. Ach, er geht schon. Das ist gut. Er geht schon. Dann kannst du mal bitte die Schnitzerei verwerfen. Möchte vorbeikommen... Jo, okay. Red Rainbow. Vielleicht räumt er hier ein bisschen auf oder keine Ahnung. Vielleicht können wir auch währenddessen... Was wollte ich machen? Ich wollte doch Möbel machen. Vielleicht können wir auch währenddessen, also während der Schnitzerei, ein bisschen mit ihm quatschen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber ich fände es ganz gut. Also er kommt auf jeden Fall... Okay. Ja, setz dich hin. Kein Problem. Also kannst du gerne machen. Ich habe jetzt gehofft... Aha, dass er sich irgendwie zu Snow hinstellt und wir dann ein bisschen quatschen können. Nein, mein Freund. Stopp. Kannst direkt aufhören. Aufräumen. Ah, nee, er darf ja auch nicht aufräumen. Quatsch. Nee, Sepp, dann tut's mir leid. Sepp, es tut mir leid. Mach irgendwas anderes. Es ist doch noch genug da. Wo ist denn dein Problem? Öffnen. Es ist doch noch genug da. Hier, das kannst du mal essen. Und ich weiß nicht, kann ich das in den Mülleimer ziehen? Geht das? Nee, funktioniert nicht. Ich möchte halt nicht, dass das gleich... Shit. Jemand anderes unkontrolliert... Geht es da rein? Ja, nee. Dass das jemand anderes unkontrolliert weitermacht, das möchte ich gerade nicht. Nein, genau das wollte ich vermeiden. Nein, mein Lieber, hör auf damit. Nein, das ist verboten. Das ist verboten. Lass es bitte stehen. Stell es bitte irgendwo hin, da muss ich das gute Essen wegwerfen. Das tut mir leid, die Männer dürfen nichts kochen. So, ab in den Mülleimer damit.
Geht doch. So, jetzt ist es endlich drin. Der rote Rainbow setzt sich dazu. Du holst dir jetzt... Ey, sag mal, spinnen die? Wir haben doch noch so viel zu essen da. Was ist denn mit denen los? Ein Gericht nehmen. Lass doch mal die blöden Cornflakes da, oder was das sein soll. So, du bist beschäftigt, du bist mit der Kuhpflanze zugange. Und du zockst wie ein Wilder, ne? Das ist schön. So, wie viel haben wir da? Wir sind jetzt schon auf Level 6, okay. Ja, Snow, ich glaube, wir werden es heute doch nicht mehr hinbekommen. Ich hatte ja die Hoffnung, dass das heute alles so klappt, aber nein. Das wird wohl nicht mehr funktionieren. So, das kommt hier hin. Dann muss auch definitiv die Spülmaschine bei Gelegenheit mal wieder eingeräumt werden. Du, mein Lieber, gehst unter die Dusche. Wo willst du hin? Wo willst du hin, James? Zur Feuerstelle anzünden. Ja, solange du dir... Ja, ja, ist schon okay, solange du dir da nichts irgendwie zu essen machst. Hallo? Ich würde gerne zu Snow. Hallo? Und was hat sie vor? Mit Sarah plaudern? Welche Sarah? Ach, sie an! Hallo! Hallo, das ist ja schön, dass sie hier ist. Ich würde trotzdem gerne... Ja, genau, wenn das Spiel mich lässt, noch eine Badewanne herstellen. Die Badewannen sind sehr wichtig und vor allem die Geschicklichkeitsfähigkeit. Sag mal, will es mich heute wieder ärgern? Was soll dieser blöde Tipp hier? Kann das bitte weggehen? Kann der Tipp bitte... Dankeschön, bitte weggehen. Was ist denn da mit euch beiden? Versteht ihr euch da besonders gut? Das ist so gemein, ne? Immer wenn ich gerade was machen will, hier ein bisschen mit anderen quatschen will, dann hauen die ab. James, was machst du jetzt? Spielen mit. Das hat überhaupt nichts genützt, dass er hier das Feuer angemacht hat. Das war mega sinnlos. Waldemar, was hast du vor? Okay, ich fände es ganz schön, wenn er danach auch in die Dusche gehen würde. Aha, aha. Schaffen wir es doch? Oh, ich weiß es nicht. Es wäre auf jeden Fall cool. Es wäre echt auf jeden Fall cool. So, Günni, du gehst jetzt wahrscheinlich auch hier zur Kuhpflanze, ne? Wie sieht denn allgemein der Garten aus? Da könnten wir doch mal wieder ein bisschen was ernten. So, alles ernten. Und ich meine, ich hätte hier auch irgendwo... Können wir das weiterentwickeln? Jo, genau. Hätte ich hier irgendwo was zum Weiterentwickeln gesehen? Da hinten auch? Das hier? Das hier? Oder bilde ich mir das ein? Ich glaube, das bilde ich mir ein. Ja, Günni, wo gehst du jetzt hin? Ihr macht wieder ein bisschen sinnlos Kram, ne? In Büchern blättern. Ja, gut, kannst du von mir aus machen. Das geht dann schon. Und Erich, mein Lieber, wie weit bist du? Ach ja, das wird jetzt noch ein bisschen dauern. Snow ist schon fertig. Madame, wie wäre es, wenn du noch eine Badewanne herstellst? Ich meine, Badewanne herstellen ist großartig. Eventuell, oh, jetzt nervt der Tipp hier wieder, eventuell kann man ja mal die wunderbaren Badewannen auf einem super tollen Flohmarkt verkaufen. Ich weiß ja nicht. Also wir hätten hier vorhin den Stand irgendwie besetzen können, sag ich mal. Das hat ja funktioniert, bevor der Lee dort stand. Aber wir hatten ja jetzt auch nichts dabei und weiß ich nicht. Ich warte nur darauf, dass wieder einer gefressen wird. Echt, ich warte nur drauf. So, Snow hämmert da immer noch, ist immer noch mit Hämmern und Schnitzen beschäftigt. Jürgen ist mittlerweile ins Bett gegangen. Ich frage mich, warum du nicht richtig pennst, aber ist schon okay. Sepp, mein Lieber, Sepp, du hast nichts zu tun. Du kannst ein bisschen Karaoke singen. House Jazz Pop. Nein, ich möchte gerne Pop. Was? 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 Jetzt übt er singen. Oh Gott, Manni. Manni. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Komm schon, Sepp. Gib alles. Gott. Es ist einfach so schlimm. Es ist einfach so schlimm. Manni, möchtest du vielleicht? Was macht ihr da? Ihr steht da gerade nur rum, ne? Oh Gott, der rote Rainbow denkt sich auch, wo bin ich hier reingeraten? Karaoke ansehen. Ja, bitte. Oh, Snow, du hast es wieder geschafft. Du hast es wieder geschafft. Ist jetzt total traurig, ne? Ja, das tut mir auch leid, aber eine machen wir noch. Eine machen wir. Traurige Skulptur. Mach bitte eine traurige Skulptur. Wo willst du hin? Ich muss los. Danke, dass du dir... Stopp. Stopp. James? Also schön, dass sie ihm zuwinkt. Es wäre aber schön, wenn James jetzt die Kuhpflanze füttern würde.
Nicht, dass er hier wieder verschluckt wird. Schön, das hat auch noch geklappt. Sehr schön, gerade so. Ah, das war's schon? Nee, 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 selbst Solo singen. House Pop. Mach mal House for your love. Ja, bitte. Ja, bitte. Und Snow, gehst du? Ah ja, du gehst zur Werkbank. Supi. Ja, das tut mir leid, dass es dir nicht ganz so gut geht. Das werden wir in der nächsten Folge dann hoffentlich wieder ein bisschen ausbügeln. Du hast dir da Müsli oder Fruit Loops, whatever, geholt. Du bist wild am Zocken, ne? Aber er geht total ab. Das finde ich witzig. Auch wenn es sich schrecklich anhört, ist das schon okay so. So, dich schicke ich mal unter die Dusche, mein lieber James. Du brauchst ja jetzt nicht quatschen. Und was macht Günni? Ach, Günni, willst du Kuhpflanze? Nee, jetzt doch nicht mehr. Und du bist ganz konzentriert, ne? Was ist da los? Nee, 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 Erich. Nee, 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 nee. Du machst da weiter. Du machst weiter, mein Freund. Spielen. Selbst zwingen? Wie selbst zwingen? Manchmal ist es besser, eine Pause zu machen. Bei Spielturnier? Nee, nee, zwing nicht mal bitte. Du zwingst dich jetzt zum Spielen, mein Freund. Du zwingst dich zum Spielen. Erich, das wird noch so lange dauern bei dir. Deshalb wäre das ganz schön, wenn du das jetzt machen würdest. So, Snow ist fertig mit ihrer traurigen Skulptur. Wow, eine geht noch. Es tut mir echt leid, Badewanne. Ich würde aber sagen, das war's jetzt für diese Folge. Was guckt ihr, den Kochkanal? Ja, das hat Snow dann auch noch vor sich. So, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge sollten wir auf Level 10 der Geschicklichkeitsfähigkeit aufsteigen. Und dann heißt es kochen, was das Zeug hält. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüss.